Hallihallo, hallöle. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwei Beinen. Heute ein Zwei-Wer-Selbstversuch. Der Mythos Mikrowelle beschäftigt mich mein ganzes Leben lang schon. Meine Eltern haben gesagt, tu dies nicht, tu das nicht. Und heute bekommen wir es heraus. Ich habe hier einen Versuchsaufbau, habe mir sogar Mühe gegeben. Wir haben Tisch mit Tischdecke, Linoleumboden und natürlich das Wichtigste, eine Mikrowelle. Es gibt unendlich viele Geschichten darüber, was man mit einer Mikrowelle nicht machen darf oder was passiert, wenn man etwas damit machen würde. Und das ist der große Punkt, wo ich sage, ich muss es im Selbstversuch rausbekommen. Und das werden wir heute versuchen. Los geht's! Hier haben wir eine klassische, handelsübliche Mikrowelle. Ganz wichtig, ich habe damals auf einer OKF zusammen mit Chris die Mikrowellen gebraucht gekauft. Und eine Sache gleich mal vorneweg, ist wahrscheinlich klar, dass es keine Werbung für Mikrowellen gibt? Hast du schon mal eine Werbung für Mikrowelle gesehen? Nein, ich auch nicht. Witzig, wir haben hier eine etwas neue Generation. Wir haben hier also die finde ich wirklich, das ist so ein Highlight. Also, ach so, ja, Chris macht heute Kameramann. Komm, ich drehe mal einmal, damit man das auch einmal dich sieht. Wir machen heute quasi den Selbstversuch. Wir haben, hast du eigentlich schon gezeigt, was wir gebaut haben? Extra? Warte, geht gleich los. Ich wollte kurz, wir gehen da mal kurz hier lang. Genau, wir haben Mikrowellen organisiert, ich gebraucht. Einen haben wir, glaube ich, noch. Wir haben vier insgesamt. Ja, wir haben vier insgesamt, genau. Wichtig war für mich halt gebraucht nehmen, weil die Leute wollen es eh loswerden. Und bevor sie es einfach wegschmeißen, können wir damit halt noch ein bisschen was probieren. Heute, Safety first. Ganz wichtig. Was ist besser als ein Feuerlöscher? Exakt. Zwei CO2-Feuerlöscher, ich glaube 6 Kilo pro Stück. Damit kann man schon ordentlich einen Brand löschen, falls hier irgendwas schief geht. Hier haben wir eine Plexiglasscheibe, 0,5 mm stark, damit niemandem was passiert. Hier hinter stehen wir. Wir können auch die Mikrowelle, das kann man mal ganz kurz zeigen, wir können die fernzünden. Das ist halt geil. Habe ich extra so gebaut. Komm mal mit, zeig mal ganz kurz. Strom bekommt ihr hier. Ja, ist auch eine gute Frage, aber wie befeuern wir das Ding überhaupt? Wir brauchen ein bisschen Strom. Wir haben ein kleines Aggregat hier zu stehen. Übrigens, das kleine Aggregat kann man nur so bewegen, weil es so schwer ist. Es ist halt einfach geisteskrank. Ich glaube, es sind 5000, 3000, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ganz viel Kilowattstunden. Und an, 100%, wir haben Strom. So, jetzt ist Strom auf der Kabeltrommel. Und natürlich, damit wir nicht hier vorstehen müssen, um halt ein Risiko einzugehen, können wir einfach jetzt sagen, okay, wir gehen auf, gehen wir mal auf 10 Minuten, 1000 Watt. Das ist Maximum, oder? Nee, 800 Watt ist Maximum, das ist hier irgendwie mit Hitze. Das ist hier irgendwas, da kannst du noch Oberhitze mit draufpacken, wollen wir aber nicht. Wir gehen auf 800 Watt, jetzt ist sie quasi aus, komm mit, wir gehen mal dahinter. So, schön vorsichtig. Und dann haben wir hier das Knäppchen. Und wenn ich jetzt auf das Knäppchen, komm mal hinter die Scheibe. Ist zwar noch nichts drin, aber stell dir vor, das Ding geht los. So, hier haben wir jetzt das Knäppchen. Und das Ding läuft. Licht ist angegangen. Hast du gesehen? Ich kann nochmal an- und ausmachen. Bleib mal drauf. An, aus. An, aus. Ja, Licht ist nicht so stark, aber man sieht es, glaube ich. Ja. Das heißt, wir brauchen quasi auch nicht davor zu stehen und irgendein Risiko eingehen, sondern wir bleiben hinten. Schalter, zack, an und gib ihm. Und jetzt kommt die große Frage: Womit beginnen wir, Chris? Lass uns mal an den Tisch der Gaben gehen. Wir haben einen reichlich gedeckten Tisch. Ja. Die große Frage ist: Ich hab ganz viele gelesen. Da ging es halt darum, ich habe bei Instagram gefragt, Leute, beruhig dich. Was können wir quasi mit, was für Mythen gibt es, die wir mit der Mikrowelle ausprobieren müssen? Und haben natürlich Leute geschrieben und gemacht und getan. Da war ganz, ganz viele Sachen bei, ganz wilde Sachen auch. Unter anderem halt aber auch, man kann angeblich ein iPhone mit der Mikrowelle laden. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Da beschäftige ich mich später damit. Damit beschäftige ich mich später. Dann gibt es halt auch den großen Mythos, Omas alte Teller mit Joltrand und Kartoffelsuppe mit Möhrchen und Klößchen. Angeblich soll der Goldrand dazu führen, dass die Mikrowelle kaputt geht. Kriegen wir raus. Seine Socken trocknen, wenn die nass wären, in der Mikrowelle. Okay. Eier sollen angeblich zu Bomben werden. Ah, da wird eine richtige Sauerei. Also da bin ich gespannt. Hier haben wir nochmal einen metallenen Rand. Also so wirkt es jedenfalls, so eine Teetasse. Und einfach ein geschlossenes Glas Kürbissuppe in die Mikrowelle. Was passiert? Und, wer jeder kennt's. Nächster Morgen, Katerstimmung, oh, ich hab noch einen Döni, einen alten Döni übrig, renne in die Mikrowelle, bab, angeschalten, was passiert? Und natürlich Popcorn, was ja jeder kennt, macht man in der Mikrowelle, aber habt ihr euer Popcorn schon mal zu lange drin gelassen? Wir kriegen es heute raus und ich würde sagen, wir starten auch genau mit dem, wir probieren jetzt aus, was passiert, wenn man Popcorn macht, aber halt nicht sich an die Vorschrift hält. Los geht's! Es haben auch viele geschrieben, so einen Hamster reinpacken, das lassen wir mal sein. Ja, Hamster kommt nicht rein. Ganz wichtiger Disclaimer noch, bevor wir hier weitermachen. So eine Geschichten wie Katze trocknen, Hamster oder sowas möchte ich nicht lesen, möchte ich nicht hören, sowas machen wir nicht. Das ist totaler Quatsch. Aber nichtsdestotrotz, bitte macht es nicht nach. Ich habe hier die sichersten Verhältnisse, die man haben kann. Es ist quasi befriedetes Besitztum. Hier sind überall Zäune, Kameras, Bewegungsmelder. Also egal, was sich hier nähert, wir bekommen es mit.
Wir haben den Untergrund abgedichtet mit Linoleum, falls irgendwas nach unten tropft oder kleckert. Also wir haben Feuerlöcher, wir haben eine Sicherheitsscheibe. Alles ist hier unter den bestmöglichen Voraussetzungen. So, und deshalb bitte macht's nicht nach. Benutzt eure Mikrowelle so, wie sie sich gehört und nicht so, wie wir es machen. Aber um trotzdem halt den Mythos mal auf den Zahn zu gehen. Zu fühlen. Danke. Auf den Zahn zu gehen, auf den Zahn zu fühlen. Werden wir jetzt einfach übertreiben. Weil, ey, 90% aller Unfälle passieren tatsächlich im Haushalt. Und wegen Fahrlässigkeit. Und weil man vergesslich ist. Oder weil Leute betrunken sind. Oder weil sie müde sind. Oder weil sie von der Arbeit gestresst sind. Also, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, was hier passiert. So. Ich weiß gar nicht genau, wie das hier geht. Weißt du, was das große Problem bei den Dingern ist? Es ist super schwer. Dieser Grat zwischen alle poppen lassen und komplett verbrennen ist halt super, super klein. Pick up hier, was heißt denn das? Also so? Oder so? Das ist scheißegal. Mikrowelle auf, Popcorn rein. Wir stellen auf 10 Minuten. Also normalerweise machst du so drei Minuten. Zwei Minuten. Ich würde sagen, wir gehen mal auf 15 Minuten. Wer weiß. Vielleicht müssen wir vorher auch abbrechen. Vielleicht brennt es auch. So, ich hole jetzt noch die Kamera. Ich glaube auch, dass 800 Watt ein bisschen viel ist für Popcorn, oder? Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Für Popcorn ist es vielleicht zu viel. Aber wir wollen ja gucken, was ist, wenn jemand keine Ahnung hat. So, weißt du? Wir installieren jetzt hier noch eine schöne GoPro und ein Licht. So, Mikrowelle ist ready for takeoff. Stecker ist drinne, Timer ist gestellt. GoPro läuft, Taschenlampe ist an. Wir gehen jetzt dahinter und starten das erste Experiment. Bisschen wie bei Mythbusters, oder? Mach mit Countdown. 3. Hoppala. So, Countdown. Mikrowelle, Popcorn, zu lange drin, in 3, 2, 1. Okay, Teller dreht sich. Ich lasse das auch sicherheitshalber in der Hand hier. Okay, die hat auch ordentlich zu tun. Das Ding ist halt, der Teller dreht sich unter dem Popcorn. Ja, weil das ist halt so groß und das klemmt. Ja, okay. Aber es ist egal, das ist egal. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Also, wird sich gleich aufblähen ein bisschen, ganz normal. Es wird gleich einfach so poppen. 800 Watt haben wir vor. Ganz normal. Minuten. Und dann wird es ganz schnell wahrscheinlich. Ganz schnell. Bist du dir sicher? Ganz dunkel werden da drin. Meinst du? Ich denke, ganz die Qualmen dann gleich, ja. Meinst du, es geht so schnell? Was glaubst du denn, was passiert? Ich hab's ja schon verbrannt aus Versehen. Okay, aber wie viele Minuten hattest du da drin? Also nach 2 Minuten hören die langsam auf zu poppen. Komm mal bitte hier hinter die Scheibe. Ich bin hinter der Scheibe. Okay, ich sag's bloß. Ich glaube, die fangen schon langsam an zu poppen. Hörst du das? Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist der Ofen, der einfach der Kamin. Aber jetzt passiert was, oder? Boah, das ist aber unaufregend gerade. Ja, das geht gleich los. Man sieht's dann auch, wenn sich die Tüte drin bewegt durchs Poppen. Ja, okay. Aber wir haben 800 Watt und wir sind schon bei... Ja, es poppt jetzt. Erste Minute haben wir schon. Bin aber auch ungeduldig, ey. Passiert da was? Ja. Okay? Nee. Gut, also eigentlich passiert nichts so. Ja, Geduld. Ich weiß, Geduld ist nicht so deine Stärke, aber... Nee, Geduld ist gar nicht meine. Hat er gerade gepoppt, oder nicht? Na, man kann langsam auch Popcorn lesen, oder? Die Tüte ist ein bisschen aufgebläht, oder? Das ist ein bisschen doof. Keine Ahnung. Ja, jetzt geht's los. Geht los? Ja, das ist schön. Das ist ja noch normal bis jetzt. So, so soll es ja sein. Sind wir weit genug weg, Chris? Ja, ist aber so schön, dieser Aufbau, wie wir jetzt hier hinter einer Plexiglasscheibe stehen und den Popcorn beim Poppen zu gucken. Ja. Mit dem Notfallschalter. Ja. Super. Und Feuerlöcher. passiert gar nichts. Also es wird es eine Minute lang ungefähr poppen und dann fängt es an... Jetzt. Ah, jetzt geht's auch richtig los. Ja, jetzt geht's hoch. Oh ja. Wir haben ja 15 Minuten eingestellt, ne? Mhm. Gut. Wir haben jetzt laut dem, was ich da erkennen kann, 2 Minuten hinter uns oder nicht mal 3. Ja, ungefähr 30 Sekunden. Aber sowas nimmt man das schon raus. Es geht schnell. Okay, aber ab wann glaubst du, passiert was nicht gut? Wenn es nicht mehr poppt, sind alle gepoppt und dann wird es ganz schnell auch schwarzer drin. Okay, dann Qualm und sowas. Das wirst du auch riechen. Okay, alles klar. Also, so sieht ja jetzt mal ganz gut aus, ne? Ich glaube, es dreht sich auch gleich mit, wenn die Tüte sich zusammenzieht. Ja, glaube ich auch, ja. Oho. Ja, guck mal. Guck mal, jetzt dreht sich auch mit. Ja, hey. So muss das aussehen. Schön. So. Schön. Und jetzt? Noch sieht alles gut aus. Ja, noch sieht alles gut aus. Wir sind bei 4 Minuten, die um sind.
Das Papier kann ja nicht brennen da drin, ne? Das ist ja so ein. Natürlich. Klar. Wenn Papier feucht wird und trocken, dann irgendwann. Chris, dafür sind wir heute hier. Darum sind wir heute hier, damit wir genau das rauskriegen. Früher wird das gleich eine schwarze homogene Masse werden da drin. Bist du sicher? Ja. Ich frage mich halt, brennt das dann irgendwann oder was passiert? Ja. Ich hab mal so Popcorn versucht, über ein Feuerzeug zu poppen, ja. Und irgendwann ist einfach Feuer gefangen. Ich hab das Gefühl, ich will noch weiter weggehen. Ja, also es brennt irgendwann, aber da brauchst du, glaube ich, noch, müssen nochmal neu stellen, wahrscheinlich gleich. Du meinst, es reichen keine 15 Minuten? Nee. Um eine scheiß Popcorn-Tüte anzufackeln? Ja, da muss man schon. Fackel nicht, es wird da drin richtig schwarz werden, aber ich glaube nicht, dass sie brennt. Grob fahrlässig. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wann hören wir denn auf? Also, weit gehen wir denn? Wir brauchen ein Ergebnis. Wir brauchen eine Reaktion vom Popcorn. Dann hören wir auf. Vorher nicht. Oder hört man nichts mehr? Der atmet auch nicht mehr aus. Wenig. Guck mal, es ist immer weniger. Ja, es qualmt. Es qualmt da drin. Es qualmt? Ja, es qualmt. Also nicht mehr. Nee. Oh. Ich habe gerade Qualm gesehen. Du hast Qualm gesehen. Ja. Also wir reden richtig von Qualm. Pass auf. Ich sehe auch vor der Taschenlampe. Guck. Ich sehe auch vor der Taschenlampe schon irgendwie Qualm. Siehst du das? Mhm. Also es qualmt ich wirklich. Ich hab die Hand am Schalter. Nee. Oh, jetzt riecht's aber auch unangenehm. Ja. Unangenehm. Oh ja. Oh. Aber weißer Qualm ist auch okay. Ja, weiß ist okay, aber es riecht sehr unangenehm, weil die Mikrowelle dünstet ja natürlich auch aus, ne? Sehr unangenehm. Oh, hörst du das? Hörst du das? Ist das die? Ich höre was, aber ich glaube, das ist eher ein. Nee, es kommt nicht von da drin, oder? Ich hab keine Ahnung. Manche mögen es auch ein bisschen krosser. Ja. Die mögen auch so schwarzen Rand und so. Boah. Oh ja, ich glaube, jetzt sieht man es aber ganz gut auf der Kamera, ne, dass es ordentlich qualmt. Ja. Die Frage ist, was. Das qualmt auch aus der Mikrowelle. Kann man das da sehen? Es qualmt ja auch links raus aus der Mikrowelle. Oben raus. Die Mikrowelle ist an. Oh, das ist jetzt aber kein Qualm mehr. Eieieiei, das sieht aber nicht gut aus. Holy shit. Ja. Holy shit. Oh, es riecht doch verbrannt. Sehr gut. Oh. Wir haben noch 5 Minuten. Da passiert noch einiges. Boah, ist das eklig. Das riecht unangenehm. Also dieses Gefühl qualmt überall. Meinst du, es brennt? Es wäre natürlich geil, ne? Ich weiß nicht, ob. Oh, jetzt kommt einiges raus, ja. Wow, okay. Feuerlöscher schon mal entwenden. Ja, ich war im ersten Versuch ein Feuerlöscher. Das sehe ich aber gar nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass es anfängt zu brennen. Es wird halt ordentlich qualmen und stinken, aber ich glaube nicht, dass es reicht, um es anzufackeln. Die Tüte ist auch noch von der Farbe auch noch normal, ne? Also ist noch nicht. Ja, die ist auch noch nicht schwarz wirklich, also. Aber es ist kaum noch die Tüte da drin. Okay, wir sind bei, wenn ich das richtig sehe, sind jetzt 10 Minuten gleich um. Das ist aber auch kein Dampf mehr, ne? Also das ist schon. Wenn ich mir so auf die Tischdecke gucke, was da so rausrieselt, das ist. Ich weiß nicht. Oh ne, da geht's gerade richtig ab. Ui. Ho. Stinkt aber auch bestialisch. Uli, das, was auch immer da gerade passiert, es sieht nicht mehr aus, als würde man aus Versehen etwas zu lange drin lassen. Alter, guck dir das mal an. Jetzt riecht es aber auch nach. Ja, es riecht so ein bisschen jetzt so, als wenn. Was? Also, als wenn. Was nicht Organisches brennt, also was irgendwie Papier, Verpackung, irgendwas. Boah, das stinkt. Soll ich mal ausmachen? Nee, lass mal laufen. Wir müssen nächstes einmal komplett durchlaufen lassen. Ja, wir müssen 15. Das ist ja eh fast durch, einmal jetzt. Das sieht nicht mehr gut aus, glaub mir. Das sieht. Boah, krass.
Man hat das Gefühl, weil es auch unten so rausqualmt, dass die Tischdecke irgendwie schon qualmt, aber das ist einfach ich guck gerade extra nochmal von unten so durch, aber drückt. Also es drückt, das drückt halt überall raus, ja. Ich sag dir ganz ehrlich, so wie das gerade aussieht, dauert es nur noch Sekunden, bis es brennt. So sieht es aus. Nee, ich glaube, das geht nicht weiter. Ich glaube, das wird einfach, jetzt quasi, einfach durchqualmen die ganze Zeit. Nee, ich glaube nicht. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einfach nichts mehr da ist. Und dann brennt's. Oder ja, muss da noch ein paar Durchgänge laufen lassen. Der Wind dreht, Alter. Jetzt sieht man auch die Tüte kaum noch. Ja. Obwohl, ich glaube, das könnte sogar anfangen zu brennen. Also die Tischdecke sagt ja. Also die Tischdecke sieht aus, als wenn sie gleich brennt. Boah, es stinkt bestialisch. Es stinkt, aber der Rauch ist weniger geworden. Wir haben wieder ein klareres Bild und wir haben jetzt noch so die letzte Minute läuft. Aber der Rauch, wenn du in die Taschenlampe guckst, der ist blau. Ja. Ich werde auch danach mal noch eine Powerbank an die Taschenlampe stecken. Jetzt kommt's gleich. Gleich kommt's Bing. Dann haben wir 15 Minuten durch. Und dann gucken wir mal in die Tüte rein. Ja. Und da kommt die richtige Hitze raus. Da habe ich mich schon oft verbrannt. Ja. Das waren 15 Minuten. Ich schalte ab. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Ich hole mir Handschuhe. So, die können wir ausmachen. Ich weiß nicht, wie dreckig die davor war, die Tischdecke, aber es sieht ganz schön braun aus hier. Rudi, die Tischdecke war nicht angesenkt. Okay, wir machen mal auf, vorsichtig, ne? Oha. Oha. Eieiei. Also, das ist... Okay. So sieht also. So sieht 15 Minuten Popcorn aus. Und ich sag dir, wie es ist. Noch 15 Minuten und das Ding fackelt ab, oder? Das sieht doch aus, als wenn das hier im Augenblick anfängt zu brennen. Das glaube ich aber nicht. Weil die Tüte sieht immer noch gut aus, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass es da drin anfängt zu brennen. Das ist einfach nur so ein schwarzer Brei. Meinst du, es bleibt schwarz? Ja, glaube ich, dass es brennt. Pass auf, wir heben uns das auf. Wir haben ja irgendwann noch mal ein bisschen Zeit. Und dann lassen wir es mal 30 Minuten drin. Jetzt kümmern wir uns um den nächsten Mythos. Nee, Fazit. Also grundlegend Fazit kann man sagen, wenn man so dumm ist und 15 Minuten lang sein Popcorn vergisst, wird man spätestens vom Geruch quasi geweckt oder erinnert. Wenn man das Haus verlässt, passiert nichts. Bei 15 Minuten siehst du ja, also es hat nicht gebrannt, nichts groß passiert. Ja. Klar, es ist nicht schön und klar, die ganze Bude stinkt. Und aber guck mal, das ist schon Kohle gefüllt. Das ist nur noch Kohle. Trotzdem muss man sagen, was du auch meintest, dass das ja diese Wasserteilchen-Schwingungen versetzt werden. Ja. Dass die Tüte ja gar nicht angegriffen wird, sag ich mal, von denen. Sie kann gar nicht angegriffen werden, weil sie ja keine Wassermoleküle beinhaltet, sondern Mikrowellen funktionieren ja halt auf Mikrowellenbasis, also in einer Frequenz, glaube ich, von 2,5 Gigahertz. Und erwärmen quasi ja nur Wassermoleküle. Die bringen die in Schwingung, also die vibrieren und dadurch entsteht diese Hitze. Also alles Organische wird quasi erwärmt? Wird gekocht quasi. Ja. So. Yeah, 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 yeah. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.